Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Antrieb ist unser Thema. Heute sprechen wir über den Aussetzbetrieb. Und zwar ohne Einfluss des Anfahrvorgangs. Das heißt, die Drehzahl an und für sich ist immer konstant und ich schalte nur hin und wieder ein. Okay, also das dreht sich die ganze Zeit und hin und wieder, ohne dass ich jetzt groß Drehzahl ändern machen muss. Das heißt, eine Beschleunigungsleistung oder so werde ich nicht hineinstecken. Wie schaut der Leistungsverlauf also aus? Ja? Das heißt, ich habe irgendwo eine Leistung, ich schalte die ein. Nach einer gewissen Zeit schalte ich die wieder aus. Okay? Dann warte eine Zeit und dann schalte ich wieder ein. Und schalte wieder aus. Also es ist immer in periodischen Abständen, wird das praktisch ein- und ausgeschaltet. Und das geht halt immer so dahin. Aussetzbetrieb ohne Einfluss des Anfahrvorgangs. Ich habe also hier eine Zeit, dB, eine Betriebszeit, und das da habe ich eine Stillstandszeit. Das und eine Periodendauer. Ja, also das ist der Test, oder? Die bleibt halt konstant, gell? So, und wenn ich das jetzt da oben verlängere praktisch, wie wird sich das einstellen? Nun, so ähnlich, ich will nicht abkühlen können, ich will nicht voll aufheizen können, das heißt, wir werden hier pendeln zwischen zwei Temperaturen, ja, zwischen der Temperatur. Da werden wir sie aufheizen, das würde halt irgendwie so ausschauen. Ja, zack. Und dann sind wir halt da. Und da werden wir abkühlen mit einer geringeren Zeitkonstante. Und dann pendelt es da immer so hin und her. So wird das aussehen. Ja. So ähnlich. Ja. Das heißt, wir haben hier irgendwo eine maximale Temperatur Theta 1 und die darf halt nicht diesen Maximalwert, den erlaubten Maximalwert überschreiten. Gell? Aber noch fett, da schaut es so aus, wenn man es gleich super zeichnet hat. Das hat auch keiner gesehen, nicht? Ja, also wie ist jetzt die zulässige Leistung hier, ja, diese Leistung hier im Vergleich zur Dauerleistung? Ja, das ist der PS3. Ja. Und es ist so, dass die Leistung PS3 im Vergleich zur Dauerleistung PS1 ist die Wurzel aus 1 plus T Stillstandszeit zu T Betriebszeit, also es kommt auf das Taktverhältnis praktisch an und auf das Verhältnis der Erwärmungs- und der Auskühlzeitkonstanten. Okay? Tau E ist wieder die Erwärmungszeitkonstante. Und Tau A ist auskühlen. Mit dieser Näherungsformel können wir praktisch sicherstellen, dass wir nicht drüber sind. Also PS1 wissen wir vom Datenblatt und so. Ja, passt. Aussetzbetrieb S3. Ja, ohne Einfluss des Anfahrvorgangs. Nächstes Mal Aussetzbetrieb S4 mit Einfluss des Anfahrvorgangs. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.